Piloten und beeilen uns. Willkommen bei dieser Pressekonferenz der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments. Neben mir Frans Timmermans, exekutiver Vizepräsident der Europäischen Kommission und der Leiter der EP-Delegation hier in Ägypten, Bas Eickhout. Zuerst das Wort an die beiden und dann Fragen, bis die 30 Minuten abgelaufen sind. Ja, guten Tag allerseits. Ich hoffe, dass wir jetzt die letzten 48 Stunden dieser COP27 der Klimakonferenz erleben. Das ist eine lange und schwierige Reise bis ans Ende dieses Prozesses gewesen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo diese Gespräche hinführen werden. Sie haben einen Text gesehen, der verteilt worden ist, und heute Morgen habe ich darüber mit Präsident Shoukry sprechen können. Der Konferenzpräsident hat mir versichert, dass dies kein Vorschlag der Präsidentschaft ist, sondern eine Zusammenfassung der eingegangenen Vorschläge. Das sind gute Nachrichten. Ich hoffe, die Präsidentschaft wird uns dann bald eine Verhandlungsgrundlage in Form eines Textes unterbreiten und dann können wir auf einen Konsens hinarbeiten. Wir werden unsere Gespräche fortführen, weiter Beiträge leisten, hoffen auf eine gemeinsame Grundlage. Wir haben schon oft gehört, dass bei dieser Klimakonferenz um den Wiederaufbau des Vertrauens und um Kompromisse gehe. Die EU wollte ein vertrauenswürdiger Partner sein während dieses Prozesses. Wir haben viele Themen angesprochen, neue Zusagen, auch bei der Finanzierung, auch bei Schäden und Ausgleich und Entschädigung gemacht. Und wir hoffen, dass es zur Schaffung eines neuen Fonds in der Zukunft kommen könnte. Und wir müssen dann sehen, wie wir über das bisher Erreichte und Zugesagte hinausgehen können. Ich hoffe, dass andere dazu ebenfalls bereit sind, zu Kompromissen, zu Vorschlägen. Denn wenn diese COP, diese Konferenz scheitert, sind wir alle Verlierer. Und wir haben keine Zeit zu verlieren vor allem. Ich glaube, die EU wird alles tun, um einen Konsens zu ermöglichen. Danke. Danke, guten Tag allerseits ebenfalls. Ich sitze hier für das Europäische Parlament und das Europäische Parlament EP ist natürlich kein direkter Unterhändler wie Herr Timmermans, aber wir sind auch dabei, um die Verhandlungen im Auge zu behalten und hoffen natürlich auch darauf, dass Fortschritte zustande kommen und arbeiten darauf hin. Das ist wirklich entscheidend. Sie wissen doch alle, dass wir nicht auf der richtigen Spur sind, was die 1,5, eine Grenze, kein Ziel angeht, die 1,5 Grad. Wir sind nicht auf der richtigen Spur und die Welt muss mehr tun, um dahin zu kommen. Und das ist das Hauptanliegen des Europäischen Parlaments. Wenn wir die Entwicklung in Sharm el-Sheikh betrachten, so ist einer der wichtigsten Punkte, den wir verwirklicht sehen wollen, ist der, dass Sharm el-Sheikh weiterkommt als Glasgow. Wir sind nicht hierher gekommen, um Glasgow zu bestätigen, sondern wir wollen auf Glasgow aufbauen und weiterkommen. Weiterkommen als Glasgow. Und das bedeutet Fortschritte bei der Mitigation, der Milderung der Entwicklungen und bei Fragen wie dem Schadenersatz, dem Verlustausgleich. Das ist wichtig. Da muss es wirklich an allen Fronten Fortschritte geben. Bei der Mitigation, der Minderung der Folgen wollen wir natürlich die fossilen Brennstoffe möglichst bald weghaben. Das sagen uns die Wissenschaftler, das ist nötig, sagen sie. Und wir brauchen weitere Maßnahmen vor 2030, vor dem Jahr 2030. Denn im nächsten Jahr wird es dann wieder darum gehen, wie es nach 2030 weitergehen soll. Wir müssen auch sicherstellen, dass Ehrgeiz für die Jahre vor 2030 besteht. Dann noch die Frage der Entschädigung. Das Europäische Parlament hat eine Entschließung verabschiedet, wonach wir für die Fazilität eintreten, möchten aber unterstreichen, dass dies bedeutet, dass wir eine breitere Geberbasis für Entschädigungen geben muss. Das ist wichtig, denn wir können nicht einfach die Welt so sehen wie 1992. Die Welt hat sich seitdem geändert und das muss sich auch bei der Entschädigungsfrage zeigen. Vielleicht zum Schluss noch der Hinweis, dass es ein großes Anliegen des Europäischen Parlaments gibt. Auf dieser Konferenz hat es wenig Platz gegeben für die Zivilgesellschaft. Die Frage des Klimawandels betrifft uns alle. Es ist wirklich entscheidend, dass die Zivilgesellschaft sich äußern darf. Und wir haben da nur wenige Möglichkeiten für Vertreter der Zivilgesellschaft gesehen, sich zu äußern. Wir möchten dafür sorgen, dass auf künftigen Klimakonferenzen die Zivilgesellschaft ihre entscheidenden Beiträge leisten kann.
über das hinaus, was hier in Sharm el-Sheikh möglich gewesen ist. So viel zum Anfang. Wird jetzt erst eine Frage von vorne hier aus der ersten Reihe? Go ahead. I think we'll hear you okay if you use the mic. Alistair Thompson from Scoop. Alistair Thompson. Scoop Media Neuseeland. Die Erklärung der Präsidentschaft heute Morgen hört sich sehr ehrgeizig an. Das ist alles sehr lang formuliert. Damit sind aber alle so ziemlich unglücklich. Das ist wohl die erste Reaktion darauf. Ich wüsste gerne, was Sie davon halten. Und ein zweiter Punkt. Es geht ja um Scheitern, um Fragen des Scheiterns oder Versagens. Wie sieht es bei den Verhandlungen aus, die verschiedenen denkbaren Entwicklungen? Wir haben gerade mit dem irischen Minister gesprochen, der für Entschädigungsfragen zuständig ist, und der sagte, es gebe überhaupt keine Verpflichtung gegenüber den G77, das sei geschlossen. Können Sie uns da mehr sagen? Zu Ihrer ersten Frage habe ich schon gesagt, dass das, was hier wie ein Vorschlag der Präsidentschaft aussieht, in Wirklichkeit eine Kompilation, eine Zusammenstellung aller Beiträge ist, die bei der Präsidentschaft in den letzten Tagen eingegangen sind. Man hat dann gesagt, das legen wir jetzt alles den Delegationsleitern vor, die können dann darüber sprechen. Ich hoffe, wenn das das Verständnis des Dokuments ist, dann könnte das vielleicht zu einem Konsens führen. Wenn aber nach den Gesprächen dann ganz schnell ein Dokument erscheint, das deren Vorschlag ist, dann hoffe ich, dass das dann eine wirklich gute Grundlage für die Diskussion ergibt und dass wir einen Konsens erreichen, bevor die COP27 zu Ende geht. Ich würde nicht sagen, dass Iman für Schaden und Entschädigungen zuständig ist, aber er ist eben der Minister, der bei der EU für diese Angelegenheit zuständig ist, und er muss da eine Lösung finden. Die EU hat sich hier sehr bemüht, wenn Sie daran denken, wo wir vor einigen Monaten noch standen. Da hatten wir gar noch heftig darüber diskutiert, ob das überhaupt auf die Tagesordnung kommen sollte, dieses Thema. Und jetzt haben alle deutlich erklärt, wir seien bereit, alle Optionen zu berücksichtigen, um dafür zu sorgen, dass wir die am gefährdetsten Länder unterstützen können. Dann ist noch zu sagen, dass wir einige Probleme mit dem vorgelegten Vorschlag haben, dem Vorschlag der G77, und Bas hat das ja schon erwähnt. Eine der wichtigsten Fragen dabei besteht darin, dass man in dem Vorschlag von der Situation von 1992 ausgeht, in Bezug auf die Definition der Entwicklungsländer. Seitdem aber haben viele Länder, die damals Entwicklungsländer waren oder als solche galten, zu den größten Wirtschaftsmächten der Welt geworden. Und es ist ja nur fair und angemessen, dass wir bei der Bewertung in der Entschädigungsfrage und bei der Finanzierung auch an die denken, die heute mitfinanzieren können, die einen Beitrag leisten können. Alle. Und dann können wir diese Gelder an die am stärksten gefährdeten Länder leiten, die wirklich verzweifelt sind. Wir bemühen uns um einen Kompromiss, der das berücksichtigt, also eine gerechte Lastenteilung, bei denen die das Geld auf den Tisch des Hauses legen. Und dann brauchen wir ein gezieltes Programm, nicht ein Programm, das das ganze Geld über alle Entwicklungsländer einfach mit der Gießkanne verteilt. Wir müssen an die denken, die am stärksten gefährdet sind. Die kleinen Inselstaaten meinetwegen, die Entwicklungsländer unter ihnen, die vor Dürren stehen oder gewaltigen Naturkatastrophen. Alle diese Staaten brauchen Unterstützung und eine Entschädigungsfazilität, in welcher Form auch immer, könnte das finanzieren. Wir müssen darüber hinaus auch daran denken, dass wir uns nicht nur auf diese Fazilität einschießen sollten. Wir müssen an ein ganzes Mosaik von Maßnahmen denken, die wir anpeilen könnten, um die Frage der Entschädigung anzugehen. Mein Kollege Ian Motley hat Vorschläge dazu unterbreitet, wie man die Arbeitsweise der weltweiten Finanzarchitektur ändern könnte, wie manche hier bessere Arbeit leisten könnten als bisher. Auch das gehört zur Diskussion.
Denn nicht alle gefährdeten Staaten haben die gleichen Probleme. Nicht alle diese Probleme können mit der gleichen Lösung angegangen werden. Da stehen wir also. Ich hoffe nach wie vor, dass wir eine Einigung erreichen können in dieser Frage. Aber ich muss auch unsere Partner darum bitten, dafür zu sorgen, dass eine faire Lösung herauskommt, damit alle, die Beiträge leisten können, tatsächlich etwas beitragen. Und das Ganze muss fair sein, damit diejenigen, die den größten Bedarf haben, auch als Erste bedacht werden. Odile Harvey from Radio Nord-Bretagne. Vizepräsident Timmermans hat erläutert, dass ihr die Absicht hat, die Zahl der Geldgeber zu erweitern. Die nächste Klimakonferenz soll in Dubai stattfinden. Dieses Gebiet, Dubai, Katar, Saudi-Arabien, dass man da denkt, was halten Sie davon? Haben Sie da schon Verhandlungen mit diesen Staaten, um zu versuchen, mehr zu erreichen für diese Zielsetzung? Und dann auch noch folgender Punkt. Die Zahl der jungen Menschen hier ist durchaus beeindruckend. Auch die jungen Menschen aus Afrika, meine ich vor allem. Da gibt es ja viele Staaten, die stark betroffen sind durch Entwicklungen beim Meeresspiegel und bei allen anderen Aspekten. Jedenfalls sind alle sehr von dem Klimawandel betroffen dort, mehr als andere. Haben Sie da vielleicht eine Idee auch für die Weltmeisterschaft in Dubai? Die jungen Menschen, die aus Europa und von überall auf der Welt dahin reisen, könnten ja auch einen Beitrag leisten, indem sie sagen, einen Euro oder einen Dollar jeder als Soforthilfe bereitstellen. Das könnte doch eine Idee sein, ein solcher erster Beitrag. Aber vor allem kommt es wohl darauf an, dass die Verhandlungen mehr ergeben, als die europäischen Staaten bisher bereitgestellt haben. Es geht ja auch darum, dass man den Krieg in der Ukraine und die Folgen denkt. Ja, ich habe mit dem Minister aus den Vereinigten Emiraten vor anderthalb Stunden gehabt. Dort wird man die nächste Klimakonferenz, die COP28 in Dubai, ausrichten. Man ist dort sehr ehrgeizig und er sagte mir, wir wollen im Tempo einiges ändern. Wir wollen viel schneller werden. Und als wir dann über die Entschädigungsfrage gesprochen haben, da schien man unserer Argumentation zu folgen, dass ein fairer Beitrag von den Starken, von den Beitragsfähigen kommen sollte. Ich kam also ermutigt von dieser Sitzung zurück, auch mit Hoffnung für die COP des nächsten Jahres, für die Klimakonferenz, die dann vorbereitet werden muss. Was eine Bitte an die jungen Menschen angeht, Beiträge zu leisten, wenn wir unsere Bürger zu solchen Maßnahmen auffordern, dann sollten wir erstmal unsere Aufgabe erledigen hier. Ich versuche, meine Arbeit zu tun, eine Einigung zu erreichen, und dann können wir vielleicht eher uns an unsere Menschen oder gerade an die jungen Menschen wenden, einen Beitrag zu leisten. Ich würde sonst davor zurückschrecken. Ich muss erstmal selber etwas bringen als Unterhändler hier und so weiter. Letzten Endes geht es bei dem Umgang mit dieser Klimakrise um etwas, wo alle von uns etwas leisten müssen. Auch der kleinste Schritt kann uns in die richtige Richtung führen. Jeder Schritt, der uns dabei hilft, einen Temperaturanstieg zu bremsen, auch meinetwegen nur um ein Zehntel Grad, kann Menschenleben retten, Konflikte verhüten. Das wäre meine Antwort auf Ihre Frage. Thank you, sir. My name is Pietro Alessigan from the Swedish National Daily. Danke, ich komme von Dagens Nyheter, Schweden. Schweden hat sich deutlich gegen einen neuen Mechanismus oder Fonds ausgesprochen. Welche Auswirkungen hat das für die Position der EU, möchte ich fragen. Wenn es dann um Beiträge zu Entschädigungen geht, vor allem denkt man dabei wohl an China, wenn ich daran denke, wie hat China bisher auf diese Bitte reagiert? Well, the position I have outlined
Ja, ich habe die Position bei Entschädigungsangelegenheiten ja schon beschrieben, die Position der Europäischen Union. Wir sind ein gutes Stück Wegs vorangekommen, möchte ich sagen. Wir suchen hier nach Lösungen. Wenn man keine neue Fazilität will, dann ist das eine Position, die fast alle EU-Mitgliedstaaten ursprünglich teilten. Heute können wir aber sagen, da es um ein Thema geht, das auf dem Tisch des Hauses liegt, sprechen wir zumindest über die Möglichkeit einer solchen Finanzierungsfazilität in dem größeren Rahmen des sogenannten Mosaiks, damit alle möglichen Instrumente einbezogen werden können, die uns hier helfen können bei der Entschädigung. Wenn ich sage, dass alle, die dazu in der Lage sind, einen Beitrag leisten sollen, dann möchte ich das auch allen unseren Partnern sagen. Und ich sage es regelmäßig, wenn ich zum Beispiel auch die chinesischen Kollegen und Freunde, Xi Jinping in diesem Fall, treffe. Die Reaktion aus China, jedenfalls bei meinen Begegnungen, war bisher hauptsächlich die, dass man da noch das Santiago-Netzwerk der G77 unterstützt. Das ist auch eine gute Sache, aber vielleicht noch nicht alles. Wir sollten also weiter darüber sprechen. Wir kommen beim Santiago-Netzwerk in verstärkter Form ja weiter, und das ist eine gute Nachricht. Excuse me, Victoria Seabrook from Sky News. Sky News, eine weitere Frage zur Entschädigungsthematik. Sagen Sie, Sie stehen einem Fonds offen gegenüber, wenn eine Liste von Entwicklungs- oder Industrieländern aktualisiert werden könnte oder offen gehalten wird? Oder könnte es sonst zu lange dauern, bis das Ganze aufgebaut wird? Ich sage dazu Folgendes: Wenn wir über die Finanzierung sprechen, dann sollten wir über die Welt von 2022 sprechen und nicht über die Welt von 1992. Das ist eine Reaktion auf den Vorschlag der G77. Wenn man von Fairness spricht, dann muss man die Positionen der Länder heute betrachten, nicht die Lage vor 30 Jahren. Zum anderen glauben wir, dass das Ergebnis der Diskussion so aussehen könnte, und das könnte vielleicht in einem Jahr passieren, dass eine neue Fazilität kommt, eine neue Finanzierungseinrichtung. Wir sollten aber andere Lösungen nicht ausschließen, die ebenfalls zu unserer Reaktion auf Entschädigungsforderungen eingehen. Deswegen habe ich mal ein Mosaik gesprochen. Man kann Kontakte mit der Finanzwelt aufnehmen oder man kann sich spezifischer äußern zu Klimafonds und der Zielsetzung dabei. Es gibt viele denkbare Instrumente, die besser auf Entschädigungsabsichten abgestimmt werden könnten. Weshalb ist das wichtig? Wir halten das für bedeutsam, weil Sie mit den bestehenden Instrumenten fast sofort arbeiten können. Wenn eine neue Fazilität, ein neues Instrument ausgearbeitet werden soll, dann dauert das, auch wenn man sich beeilt. Die früheren Fazilitäten brauchten 5, 6, 7 Jahre, bis sie entstanden, und diese Zeit haben wir nicht. Die am stärksten gefährdeten Länder brauchen das Geld jetzt. Urmi Goswami from the Economic Times. The two quick questions. Economic Times. Zwei Fragen. Zuerst einmal das Non-Paper, das erwähnt worden ist. Sie haben gesagt, die ägyptische Präsidentschaft habe gesagt, das sei eine Zusammenstellung von verschiedenen Beiträgen. Es ging dabei auch um den Abschied von fossilen Energien. Manches ist aber nichts aufgenommen worden. Was ist denn da passiert? Meine zweite Frage, Entschädigung. Sie haben erwähnt, dass einige Parteien nicht bei der Finanzierung dabei seien, entsprechend der Welt von heute. Denken Sie dabei an einen ausgeglichenen, fairen Beitrag der Staaten, entsprechend ihrer Wirtschaftskraft oder auch nach ihren Emissionen? Denken Sie an etwas derartiges als System? Können Sie das kurz mal erläutern? Was soll da kommen? Ich glaube, die erste Frage sollte von den Ägyptern beantwortet werden. Die Ägypter haben das Ganze zusammengestellt.
Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich weiß also auch nicht genau, weshalb die Formulierung von G20, der G20 da erschienen ist. Die Sprache der G20 zum Thema Klima ist aber für uns sehr hilfreich, denn da wird deutlich, dass alle G20-Staaten sich erneut eindeutig zu einer Begrenzung auf 1,5 Grad bekundet haben. Wenn die ägyptische Präsidentschaft ihren Text vorlegt, dann sollte das doch wohl auch den Beschlüssen bei der G20-Konferenz entsprechen. Ihre zweite Frage dann? Dazu nur eine Bemerkung. Wenn ein neues Instrument kommen soll, dann ist es doch fair, die Welt von heute zu betrachten, die wirtschaftliche Stellung der verschiedenen Nationen heute, nicht die Lage 1992. Es ist doch wirklich zu verlangen, dass das Wachstum, das seitdem in geradezu wunderbarer Weise stattgefunden hat, in einigen Staaten auch Berücksichtigung findet. Zweitens müssen wir die Welt von heute auch deshalb betrachten, weil die Welt sich nicht mehr aufteilen lässt zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern. Alles ist viel komplexer geworden. Und diese Komplexität muss sich auch in unserer Diplomatie und den Verhandlungen und Ergebnissen niederschlagen. Ja, ich verstehe, dass viele Fragen zur Entschädigung kommen. Das ist eines der großen Themen hier, das ist völlig verständlich. Es geht auch um das Vertrauen. Nehmen wir das Ganze wirklich ernst? Das ist die Frage. Und Europa jedenfalls nimmt das ernst. Und ich kann wirklich für alle Institutionen der Europäischen Union hier sprechen. Es gibt berechtigte Fragen dazu. Das ist ja auch schön und gut. Aber es muss dieses klare Signal geben. Denn die Frage der Verluste und Schäden wird uns weiter begleiten, weil wir zu spät beim Klima gehandelt haben. Und wenn man die Auswirkungen nimmt, die erwartet werden, dann sehen Sie, dass manchen Schätzungen zufolge es eine immer schwierigere Aufgabe für die ganze Welt geben wird. Und deshalb muss die ganze Welt sich damit beschäftigen. Wir können das nicht mehr alleine machen, indem wir sagen, Europa und die USA machen das mit einigen weiteren Partnern. Wir sind hier zusammengekommen, wir müssen es gemeinsam machen. Und die effektivste Art und Weise, die Auswirkungen von Verlusten und Schäden auszugleichen, ist eine Verstärkung unserer Bemühungen um Mitigation und Milderung der Auswirkungen. Das liegt immer noch auf dem Tisch. Darüber wird noch nicht genug gesprochen. Und wenn Sie dem Weltklimarat folgen, den Wissenschaftlern dort, dann darf es, um die 1,5 Grad einzuhalten, keine weitere Ausweitung der fossilen Infrastruktur bei der Energiefrage geben. Die Verluste und Schäden würden nur noch größer werden, wenn wir das nicht berücksichtigen. Also diese beiden Faktoren müssen zusammengeführt werden und wir müssen entsprechend handeln. Das EP, unser Parlament, sagt, wir brauchen eine solche Fazilität, wir tun diesen Schritt, aber das ist eben nur ein Schritt, nur das Europäische Parlament. Wir kommen dahin, aber es gibt berechtigte Fragen, Probleme, die gelöst werden müssen, und wir müssen an allen Fronten Erfolg haben. Thank you. Georgia Grattan from Argus Media. I just wondered, Argus Media, eine Frage. Diskussion über Verluste und Schäden, welche Folgen hat das für die Diskussion über fossile Brennstoffe und Energien? Ich habe da noch keine wirklichen Auswirkungen bei Diskussionen erleben können. Die Europäische Union ist natürlich für entsprechende Formulierungen für den Ausstieg aus fossilen Energien. Zusätzlich zu dem, was wir in Glasgow vereinbart haben. Wir sind also dafür. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Folgen für die Diskussion über Verluste und Schäden zusammenhängt. Wichtig ist jedenfalls im Augenblick Folgendes. Wir haben noch 48 Stunden maximal, wie es aussieht. Irgendwann werden wir die reinen Fachdiskussionen hinter uns lassen müssen.
Wir werden anfangen müssen, eine gemeinsame politische Grundlage zu finden. Und das wird sich sehr bald als Situation einstellen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ich hoffe, dass die Präsidentschaft einen Text vorlegen wird, der uns dieses Zusammenkommen ermöglichen wird. Das Letzte, was ich will, sind Grabenkämpfe zwischen, wie ich meine, unberechtigten Forderungen der Entwicklungsländer an die Industriestaaten. Das wäre künstlich, diese Grabenkampf-Silhouette erscheinen zu lassen, eine solche Fassade aufzubauen. Die Klimakrise wird uns alle begleiten, leider, wird vor keiner Tür Halt machen. Auch die Entwicklungsländer werden betroffen sein, genauso wie die Industriestaaten. Und dass die Nationen, die am stärksten gefährdet sind, am meisten zu leiden haben werden, sollte für uns ein Weckruf sein. Wir müssen diese Staaten besser schützen. Das muss diese Woche geschehen. Und ich will da Ergebnisse sehen. Das ist für mich wichtiger als jetzt die Klärung der Frage, wer Recht gehabt hat oder wer nicht. Wir müssen pragmatisch bleiben. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hi, Ole McDonald from a Dutch financial newspaper. Ole McDonald von einer Finanzzeitung aus den Niederlanden. Herr Timmermans, Sie haben gestern Ihren Vorschlag für Entschädigungen gemacht, von 60 Millionen gesprochen. Sie hatten gesagt, es brauche mehr Vertrauen zwischen den Beteiligten. Ich wüsste gerne, wie es aussieht. Gibt es jetzt schon mehr Vertrauen oder was fehlt da noch? Was muss in den nächsten 48 Stunden noch kommen? Ja, wir sind jetzt mit vielen Seiten unterwegs. Es gibt eine Position der G7 zum Beispiel und jeder bleibt am liebsten bei seinen Vorschlägen. Bei allen Verhandlungen ist das so. Aber bilateral räumt man schon ein, dass die Europäische Union in dieser Frage weitergekommen ist, in den letzten Monaten und auch in den letzten Tagen sich deutlich bewegt hat. Ich hoffe, wir haben gezeigt, dass wir vertrauenswürdig sind und es ernst meinen mit unserem Engagement. Wir müssen abwarten, was die nächsten Stunden und Tage bringen werden. Aber noch einmal, ich kann das nicht genug unterstreichen. Die am stärksten gefährdeten Länder brauchen dieses Geld dringend. Und wenn wir uns in Verhandlungen darüber verzetteln, welche Form das annehmen soll, dann wäre das kein Gefallen für diese stark betroffenen Staaten. Es wäre einfach Zeitverschwendung. Ich hoffe also auf einen pragmatischen Ansatz der Europäischen Union. Scheint es so zu sein, dass das Ergebnis eine Fazilität sein kann, ein Finanzierungsinstrument, solange wir offen bleiben für andere denkbare Lösungen in diesem Prozess, solange wir dafür sorgen, dass die am stärksten gefährdeten Länder die benötigte Unterstützung bekommen. Eine kurze Frage vielleicht noch und dann vielleicht noch eine kurze Frage hinterher. Zwei Minuten haben wir noch, oder fünf. James Burgess, ich habe eine Frage zum Ausstieg oder Teilausstieg aus fossilen Energien. Ich frage mich, wie wahrscheinlich erscheint Ihnen eine Einigung über dieses Ziel? Und wenn man von einem Ausstieg spricht, wir haben von einem Kohleausstieg im letzten Jahr gesprochen, das hat vor Ort nicht viel Folgen nach sich gezogen, nach Glasgow. Ja, wenn ich das mir anschaue, was wir vereinbart haben, energy transition programs, bei den Energieübergangs- und Transitionsprogrammen, so gibt es schon weltweit einen Teilausstieg aus der Kohle zumindest. Manche sagen, ja, aber die Europäer verbrennen doch im Augenblick mehr Kohle. Ja gut, wir haben eine Notlage in Europa, aber wir arbeiten auch schneller an dem Übergang zu erneuerbaren Energien. Und das ist ja zu sehen in Verbindung mit dem Ausstieg aus der Kohle. Ich bin da nicht zu pessimistisch. Ich möchte nur vermeiden, dass wir alle fossilen Energien zusammenwürfeln, wenn wir nur generell vom Ausstieg sprechen. Wir wissen, dass es deutlich länger dauern wird, das Erdgas zum Beispiel aufzugeben, als die Kohle. Ich möchte mich nicht mit allem anderen in eine Ecke drängen lassen, dass also die Kohle meinetwegen
gleichgesetzt wird mit Erdgas. Kohle ist ja deutlich schmutziger als Erdgas. Sobald wir die Kohle los sind, haben wir viel geschaffen. Das ist viel wichtiger. Ich bin nicht so pessimistisch, was den Ausstieg angeht. Und ich kann mich auch noch genau an die letzten 15 Minuten in Glasgow erinnern. Die Sprache in Glasgow war noch vor wenigen Monaten undenkbar. Und inzwischen hat sich viel geändert und das funktioniert. Ja, das war der Vizepräsident der EU-Kommission, die ja den Klimaschutz als ihr ganz großes Ziel ausgegeben hat. Franz Timmermans war das auf einer Pressekonferenz in Sharm el-Sheikh. Wir berichten im Laufe des Tages natürlich noch weiter von dort. Bleiben Sie jetzt dran für ein Phoenix Plus. Wie gelingt die Energie?